Jetzt haben wir den Spargel gegart. Jetzt machen wir damit die Knoblauchsländer Spargeltorte. Ist ein ganz einfaches Rezept. Sie müssen da gar nicht lange einen Teig machen, sondern wir nehmen hier fertiges Toastbrot. Ich schneide von den Toastbrot den Rändern ab. Und diese Ränder vom Toastbrot, die sind natürlich nicht verloren. Die kann man ganz gut in Würfel schneiden, kann sie für das Bärlauchcremesüppchen oder das Spargelsüppchen als Croutons nehmen. Oder wie wir Franken sagen, als Kniedlersbrot. Nämlich Bröckerle müssen bei uns in jeden Kloß rein und da kann man nie genug haben. Drum ist das kein Problem, wenn wir hier die Ränder wegschneiden. Ich habe jetzt hier eine Springform und ich lege die Springform aus mit diesem Toastbrot. Das wird also unser Boden. Ich zeige es Ihnen gleich, wie es aussieht. Ich brauche hier noch ein bisschen Toastbrot. Ich habe wieder die Springform zu groß gewählt. Also so circa 250 Gramm sollten es sein, was wir nehmen. Das funktioniert dann sehr, eigentlich ganz gut. Kommt wieder der nicht vorhandene Mathematiker in mir zum Vorschein. Wie lege ich sowas aus, damit es passt oder nicht passt? Wenn Sie es hinten dran vielleicht schon brutzeln hören, wir brauchen etwas Speck, der in Butter ausgelassen ist. Und dazu habe ich schon den Speck auf den Ofen gestellt. Wie gesagt, das Toastbrot, das drückt sich hier rein. Das so in Streifen zu machen, dass es passt. Drückst fest. Das war jetzt eine kleine Packung Toastbrot, so ungefähr 250 Gramm. Und wenn das jetzt festdrücken, dann schließen sich auch die Ecken. Ich hole mal schnell meinen Speck. Den haben wir jetzt hier schon in ein bisschen Butter angehen lassen. Hierauf kommt jetzt der Spargel, der gegarte Spargel, der wird hier sternförmig aufgelegt. Den Spargel habe ich schon hier. Natürlich die guten Spitzen nach innen. Man kann es, ich glaube, ich muss noch ein bisschen einkürzen und man kann dann die eingekürzten Enden entweder für was anderes nehmen oder dann zum Auslegen nehmen. Ich nehme natürlich weißen und grünen jetzt. Wir haben heute beide Spargelsorten gemacht. Noch zwei grüne. Jetzt legen wir den weißen dagegen und ich nehme dann diese Abschnitte hier zum Ausfüllen dann. Den Speck lasse ich jetzt gern ein bisschen abkühlen, denn über das Ganze kommt jetzt dann eine so, ja, so eine Eiermilch. Immer noch ein bisschen lang. Biegen Sie es einfach um, wenn es zu lang wird. Und was wir jetzt abgeschnitten haben, damit legen wir jetzt die Lücken noch aus. Grün-weiß wird dann ziemlich egal sein. Das ist also die Variante des ganz schnellen Mittagessens. Habe ich von unseren Knoblauchslandbäuerinnen. Die haben ja in der Saison, in der Spargelsaison, sehr wenig Zeit, dass sie sich in die Küche stellen. Die suchen sich schnelle Rezepte aus mit ihren guten Zutaten. Aber so ist jetzt der sternförmig ausgelegt. Und jetzt machen wir noch den Guss dazu. So, als Guss schlage ich jetzt 4 Eier auf. Schlagen Sie die Eier immer einzeln auf, denn wenn Sie eins mal verdorben erwischen und Sie schlagen es gleich hier mit in die Schüssel mit rein, müssen Sie eigentlich alle wegtun, die Sie bisher aufgeschlagen haben. Die Eier sind hochsensibel und da sollte man immer gucken, dass man ja auch hygienisch umgeht damit. Und möglichst immer gleich die Hände waschen danach und das Werkzeug, das Sie für die Eier hatten, bitte dann gleich zum Spülen geben und nicht mehr nehmen. Ja, ich gebe jetzt hier noch Sahne mit rein dazu. Sie können die Sahne auch mit Milch etwas strecken. Sind im
4 Eier, 250 Gramm Sahne. Wenn das gut verschlagen ist miteinander, kommt noch die etwas Salz und Pfeffer rein. Dann kommen die Speckwürfel rein, wobei sie mit Salz und Pfeffer wirklich sparsam sein können. Denn wir haben ja den salzigen Speck drinnen, also da lieber etwas vorsichtig sein. Ich gebe jetzt hier noch den Speck mit drunter. 200 Gramm Speckwürfel. Es soll ja ein Mittagessen für 4 Personen sein. Und damit das Ganze auch gut bindet, kommt noch geriebener Käse mit drunter. Dann bindet diese Eiersoße noch ein bisschen besser ab. Das sind ungefähr 3 Esslöffel. 3-4 Esslöffel. Können Sie gerne den Rest nehmen, den Sie haben. Oder auch, ja, wenn mal Scheiben übrig geblieben sind, die in kleine Würfel schneiden und drunter tun. Manchmal, ja, wenn man gemütlich Brotzeit macht und lässt den Käse etwas länger außen stehen, dann trocknen die Ränder ein bisschen ein. Sowas kann man dann in Würfel schneiden und kann es hier in so eine Eiersoße mit verwenden. Jetzt gebe ich hier diese fertige Eiersoße über unsere Spargeltorte. Ich schaue, dass ich auch den Speck und den Schinken und den Käse gut vermische. Zum Backen bei 180 Grad circa noch mal 15 Minuten in den Ofen. Denken Sie dran, der Spargel ist gegart, das Brot ist gegart, es muss eigentlich nur das Ei stocken. Wow!